Hallo und willkommen zurück bei Ark auf der PlayStation 4. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich mache eine komplette Planänderung, werde ich hier wegziehen. Komplett, werde das hier so stehen lassen. Werde mir erstmal noch ein normales Bett bauen, was ich da rein tue. Jetzt kommt erstmal dieser dumme Sound, der nervt. Und muss man das Mikrokurs hier umstellen. Dann werde ich mir ein Hausboot machen, so wie bei Cloud, und ich werde hier in andere Gegenden ziehen, weil es wurde auch schon vorgeschlagen, ob ich nicht mal woanders hin will. Und da unsere Kurzreisen immer irgendwie schief gingen, habe ich gedacht, bauen wir ein Hausboot, stellen das so unten hin. Und dann fahren wir raus, nehmen hier Neos mit, solange er noch lebt, und fahren dann nach rechts und suchen uns eine komplett neue Gegend. Wie gesagt, die Gegend hier ist mir ein bisschen, keine Ahnung, zu ruhig. Wir müssen echt mal gucken, dass wir was anderes sehen. Die schlechte Nachricht ist, und die ist echt scheiße, ist, bei euch ist jetzt Freitag, bei mir ist noch Dienstag, weil ich geplant habe, natürlich voraufzunehmen, weil Weihnachtstage stehen bevor, für euch ist Wochenende, wunderbar. Ich bin zu Weihnachten nicht hier und ich muss dafür voraufnehmen und ich weiß nicht, ob man das jetzt schon hört, mein Hals tut übelst weh, ich habe übelste Halsschmerzen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, wirklich so viel aufzunehmen, weil bringt ja nichts, wenn ich rede und es tut mir selber weh und ihr könnt es, und keine Ahnung. Also, ich kann euch nicht versprechen, dass ich täglich Videos bringe. Geschweige denn, zwei Videos am Wochenende, das werde ich definitiv, glaube ich, nicht schaffen. Ich muss halt schauen, dass ich bis nächste Woche Dienstag irgendwie aufgenommen kriege. Ich kann es nicht versprechen. Entweder kommen da jetzt Videos oder eventuell nicht. Wie gesagt, also ne, nicht böse sein. Hat nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist einfach, wenn ich gesundheitlich nicht fit bin, dann wird das nichts. So, jetzt wollen wir jetzt mal ganz kurz gucken. Wo ist denn hier das Hausboot? Wie viel EP brauchen wir dafür? Da ist es 11. Perfekt. Das holen wir uns einmal. Beziehungsweise ist das Hausfloß. Ist ja kein Hausboot. Was brauchen wir für Items? 250 Holz, 125 Fasern, 75 Leder. Okay, alles kein Problem, außer das Leder. Das wird noch kritisch. Habe ich noch was bei dir drin? Oh ja, 100 Holz. Hast du Level Up? Tatsache, hast du. Komm, du darfst auf Gesundheit gehen. Ja, da freut er sich und haut mich gleich um. Bärchen hast du noch. Ein bisschen Holz haben wir. Okay, wir brauchen das. Okay. Im Endeffekt das da rein. Im Endeffekt brauchen wir nicht viel Holz und Fasern sammeln, weil das haben wir viel und das kriegen wir auch viel, nur das mit dem Leder. Das wird jetzt ein Problem. Scheiße, ich wollte ja noch das Bett machen, um einen festen Spawnpunkt zu haben, weil das Haus soll noch bestehen bleiben. Sorry, Leute. Da habe ich jetzt wieder ein bisschen gepennt. Gott, wo haben wir das denn? Strohdach. Oder ist noch gar nicht erlernt? Das kann natürlich sein. Moment, wir müssen nochmal nachgucken. Un momento, por favor. Wo haben wir es denn? Da nicht. Hallo, wo ist denn das? Oh, wo ist denn das? Bin ich jetzt total behindert wieder? Moment, das habe ich doch schon erlernt. Hallo? Stoff, blieb. Ja, hier ist es nochmal der Lederschlafsack. Ist ja schön und gut, den brauche ich aber nicht. Grabstein, ja, nee, den. Okay, den könnte ich öfter mal gebrauchen, weil so oft wie ich sterbe. Wo ist denn das verdammte normale Bett hin? Ihr merkt, ich bin nicht gesund. Ich bin brutal blind. Hä? Trophäensocke, ja super. Triceratops-Sattel. Ist der Trike nicht ein Triceratops? Ja. Okay, merken. Sagt derjenige, der nicht weiß, wo sein verdammtes Bett ist. Bücherregal, Gruppen, hä? Okay. Gut, ich bin brutal blind. Ich hab irgendwie... Sehr gut. Komplett verpeilt. Gut, wo ist denn der Lederschlafsack? Wie viel würde der kosten? Den müssen wir vorher dann auch nochmal fertig haben. Okay, auch viel Leder. Also, sorry Leute. Vom Grundprinzip her brauchen wir 100 Leder. Das wird kritisch. So, jetzt machen wir nochmal ein paar Pfeile. So, in der Hoffnung, die finde ich diesmal. Scheiße, ich habe... hier.
Feuerstein, Strohfasern. Okay. Moment, Moment. Ich weiß. Wir machen das mal ganz kurz einfach. Ich habe mittlerweile auch das Update runtergeladen, was am 19. Jahr rauskam. Performanceverbesserungen und so weiter sollten dabei sein. Ich hoffe, dass es dementsprechend auch läuft. Ich renne hier gerade die ganze Zeit wie ein Bekloppter durch die Gegend. Wenn wir den da oben, wenn wir den Fetten da schlachten würden, das wäre Jackpot. Das wäre wirklich definitiv Jackpot. So, Stroh haben wir genug. Wollen wir das Risiko eingehen? Feuersteine, brauchen wir auch einiges. Ja. So, bap. Eieieiei. Da werden wir noch viel mehr brauchen, um das hinzukriegen. Wäre aber sogar noch praktischer, wenn da irgendwas anderes ihn noch angreifen würde, ne? Das wäre viel, viel besser. Besonders weil ich, glaube ich, nicht das Glück habe wie Klau, dass er so dumm ist und mich nicht erwischt. So, haben wir noch ein bisschen was aus. So. Jetzt haben wir aber einiges. Anfeilen. So, perfekt. Ich mache das jetzt so wie Cloud. Das ist doch viel zu langweilig für euch. Wollen wir auf Dodo-Jagd gehen oder hier auf Pronto-Jagd? Nee, das ist das. Ach, egal. Komm, Leute. Das ist das gleiche wie bei Cloud und ich will ihn ja nicht nachmachen. Hallo, versteckst du dich? Weil das schont auch gerade ein bisschen meine. Ja, mein, keine Ahnung. 19 Leder haben wir bekommen? What the fuck? Okay, das geht doch jetzt schneller als gedacht. Gehen wir nochmal kurz ein bisschen weiter auf Jagd. Sammeln wir nochmal ein bisschen was ein hier. Rucki. Alles klar. Was ist denn da hinten? Also ein Flugsaurier. Okay. Im Osten nichts Neues hier. Wo sind hier kaum Viecher? Was ist eigentlich, wenn ich den jetzt angreife? Was passiert? Wie reagiert er? Nicht getroffen. Okay. Treffen sollte man können. Kann ich nicht. Ist hier denn sonst irgendwas, was... Alter, wie viele Steine liegen denn hier schon wieder rum? Ah, Gottchen. Hallo. Der trägt ihn. Der trägt ihn einfach. Du bist ein kleiner Sack. So, 15 Liter. Alter. Okay, wenn wir die alle da... Sorry, Leute. Ach, wenn wir die alle schlachten, dann kriegen wir genug raus. Na. Also manchmal ist Treffen echt so eine Sache, ne? Komm. Komm her hier. Da. Ja. Level up, perfekt. Ich wollte ja noch den... Schauen kurz nach. Den Sattel für den Triceratops. Moment. Muss er natürlich Punkte verteilen. Wir gehen diesmal auf Gesundheit. Muss definitiv höher. Und wo ist der schöne Sattel? Oh, hier sucht der Idiot wieder. Raptor-Sattel und ja, Raptor, den werde ich mir natürlich auch nochmal zuholen. Triceratops-Sattel. So, was brauchst du dafür? Ach du heilige Möhre, 140 Leder. Alles machbar, alles machbar. So, jetzt machen wir das mit dem Speer, das geht besser. Einigermaßen. Ich schnappe nochmal ein paar Dödos. Ja, komm. Ja, renn doch nicht weg. Doch, ein so ein riesen Pronto hätte mir einen Vorrat für ein Jahr gereicht. An Leder. Komm her. Was braucht ich denn jetzt eigentlich noch? Holz wahrscheinlich, ne? Davon habe ich wieder nichts. Ja. Besorgen wir uns mal ganz kurz Holz.
Dann können wir den Sattel einfach mal direkt machen, damit wir ihn haben. Ja, überladen, das war ja klar. Herstellbares Sattel. So. Alter, braucht das lange. Steine brauche ich gerade nicht. Lass ich mal kurz fallen. Türgewicht haben. So. Wo ist denn hier nochmal das Bett? Wenn ich das schon mal machen könnte, wäre geil. Da. So, dann müssen wir nur noch für das Haus, für dieses Holzfloß sparen. Da brauche ich natürlich wieder nochmal Leder. Und ich bin immer noch beladen. Komplett gut. Deswegen komplett überladen. Glückwunsch. Nee, Metall bin ich nicht weggeworfen, du. Scheiße, jetzt habe ich aber ein bisschen sehr viel. Eieiei. Bisschen viele Pfeile. Scheiße. Was lege ich denn mal weg hier? Kann ich. Oh Gott, ich bin viel zu schwer. Moment, wir gehen mal kurz auf Gewicht. Na, kann ich mich wenigstens bewegen? Ja, ich kann mich bewegen. Immer noch nicht schnell genug. Mist. Guck mal das. Ja, komm. Ah, ne, die Mio-Bären soll ich ja behalten für. Die Sämen. Ich dehydriere. Na, herzlichen Glückwunsch. La, 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 la. Komm schon, werd schneller. Ich bin viel zu langsam. Das könnte schief gehen. Ja, so, jetzt trink. Mist. Na du? Na, jetzt komme ich fast nicht hinterher. Dumme Idee, glaube ich gerade. Ach komm, ein bisschen was Fasern kriegen wir en masse. Weg damit. Das wiegt aber auch nichts. Weg. Stroh kriegen wir auch. Holz kriegen wir auch reichlich. So, perfekt. Jetzt können wir wieder schnell rüberlaufen. Wobei, jetzt kann ich glaube ich noch wieder ein bisschen Leder mitnehmen, wenn hier was ist. Nee. Nee, nee, nee. Hm? Ich habe da was gehört. Da bist du. Na komm. Jetzt stirb. Du trittst mir jetzt hier nicht vor die Füße. Und du auch nochmal. Nein, nicht ins Wasser. Perfekt. Gut, jetzt müssen wir aber hier groß echt mal was abladen, weil sonst wird das nichts. Irgendwas Großes im Wasser. Okay, ich hoffe, der guckt einfach nur. Bloß schnell rüber hier. Das ging auch schon mal schneller. Hier ist kalt. Hallo, ich bin gerade im Wasser. Achso, ja, stimmt ja. So. Na komm. Hoppala. Scheiß Moskito. Oh, da sind noch welche. Oh. Dich nehme ich nochmal mit. Steckst mir gerade so schön dein Hintern zu. So. Erschöpft. Ja, danke schön. Komm schon. Können wir gleich unserem Neos den Sattel geben? Ich glaube, das Update hat wirklich was gebracht. Ein bisschen. Och, jetzt quietscht er doch nicht rum. Ups, ich hab gepuppert. Das tut mir aber leid. So, Sattel ausrüsten. Wo ist er da? Was ist das heute hoch? Aber warum? Rüste einen Trike damit aus, um auf ihn zu reiten. Das ist ein Trike. Oh, okay. Da war ich dumm. Yeah, komm schon. Juhu! Ja, das war mein Traum. So wollte ich es haben. Oh, wie cool. Wieder Level Up. Hallo? Ich glaube, ich habe eine falsche Einstellung drin. Hm.
So, das packen wir jetzt kurz mal wohin. Und so einfach mitten rein. Na. Ja, so passt. So, jetzt müssen wir noch fürs Hausboot. Hausfloß, Holzfloß. Leder habe ich. Ah, Fasern und Holz. Du hast auch noch ein bisschen was. Zwar einiges an Holz. Oh, Moment. Nee, ich kann ja nicht groß laufen, wenn das passiert. Deswegen holen wir uns jetzt mal kurz den Rest hier. Aus der Gegend. Das geht ja schnell. Und dann... Holz. Auch nicht schon wieder überladen. Oh Gott. Kann ich ihn herrufen? Ach nee. Ja, könnte ich, aber wird nichts. Was habe ich denn jetzt schon wieder zu viel? Oh, ein bisschen zu viel Fleisch. Kartoffelsaat. Warum habe ich ein Holzfundament? Okay, das hat mir nichts gebracht. Gut, dann würde ich sagen, was ist das für heute? Ich, ja, trudel mal so langsam dahin zurück. Nächste Folge machen wir das Hausboot und schauen, dass wir losziehen können. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Würde mich freuen und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.